Cecil Beaton, der das Bild geschossen hat, zählt zu einem der bekanntesten Vertreter der surrealistischen Fotografie. Das Credo der Stilrichtung, in dem auf jegliche Kontrolle der Gedanken verzichtet wurde, sollte das Unbewusste zum Ausdruck gebracht werden. In keiner anderen Kunstströmung fand die Fotografie so viel Zuspruch wie im Surrealismus. Für den Surrealismus war die Fotografie vor allem deswegen besonders wichtig, weil es sich um ein automatisches Verfahren handelte. Die Surrealisten, die sich ja mit dem Abbilden von Traumwelten, also von über die Realität hinausgehenden Welten beschäftigten, fanden in dem automatischen Verfahren eine Entsprechung ihrer intuitiven Schaffensprozesse, die sie umsetzen wollten. Die Anfänge der Fotografie reichen bis ins beginnende 19. Jahrhundert zurück. Damals wurden sie als unverfälschte Abbildung der Realität gefeiert. Erst rund 30 Jahre später setzten sich mehr und mehr Fotoexperimente wie Kolorierung durch. Und mit ihnen die Frage, wann ist Fotografie eigentlich Kunst? Wir würden sagen, dass es direkt von Anbeginn an sich die Fotografen eigentlich als Künstler verstanden haben und tatsächlich in der Qualität ihrer Abzüge, in den Blicken, in der Entwicklung tatsächlich künstlerische Verfahrensweisen angewendet haben. Sonst wäre auch 1845 nicht die besagte Ausstellung hier im Städel gewesen mit Abzügen von Sigismund Gerothwohl. Aber es gibt auch Pioniere wie Gustave Legret, die von Anfang an dafür gekämpft haben, dass die Fotografie einen gleichberechtigten Status neben der Malerei hat. Die Ausstellung Lichtbilder spannt einen Bogen von den Anfängen bis in die 1960er Jahre. Sie beleuchtet dabei auch die Umbrüche in der Kunstform. Unter anderem leitete eine junge Generation von Fotografen nach dem Zweiten Weltkrieg einen Neubeginn in der Fotokunst ein. Sie setzten sich beispielsweise verstärkt mit experimenteller Arbeitsweise und dem künstlerischen Potenzial der Fotografie auseinander. Bis Anfang Oktober ist die Schau Lichtbilder im Städelmuseum zu sehen.